Von der ersten Produktidee bis zum marktreifen Produkt ist es ein langer Weg. Doch wie sieht die Produktentwicklung in Unternehmen aus? Genau darum geht's heute. Interessante Minuten und ab geht's! Unter Produktentwicklung wird die Entwicklung eines neuen Produkts oder die Weiterentwicklung eines bestehenden Produkts verstanden. Demnach beschreibt die Produktentwicklung einen Prozess, den ein Produkt oder eine Dienstleistung von der ersten Idee bis hin zum fertigen, marktreifen Produkt durchläuft. Hierbei kann man zwei Arten von Produktentwicklungen unterscheiden. Einerseits gibt es die Innovation, in welcher eine Produktneuheit auf einen vorhandenen Markt eingeführt wird. Andererseits gibt es die Programmerweiterung, in welcher eine zusätzliche Variante eines schon auf dem Markt existierenden Produkts entwickelt und in den Markt eingeführt wird. Die Entwicklung eines Produkts kann in vier Prozessphasen unterteilt werden: Planung, Konzeption, Entwicklung und Fertigung. In der Planungsphase besteht das Ziel darin, die interne Aufgabenstellung klar zu definieren und eine Anforderungsliste in Form eines Lastenhefts zu entwickeln. In diesem werden die Produktidee und die Anforderungen, die das finale Produkt erfüllen sollen, beschrieben. Die entsprechenden Produktanforderungen werden aus einer zuvor durchgeführten intensiven Marktanalyse abgeleitet. Die Produktkonzeption bildet die nächste Phase. Hier soll nun eine konkrete Lösung für die Aufgabenstellung entwickelt werden. Das geschieht in der Regel dadurch, dass eine abstrakte Darstellung der Produktfunktionen kreiert wird. Sobald das geschehen ist, wird die nächste Phase, die Entwurfsphase, eingeleitet. In der Entwurfsphase wird das zuvor entwickelte Produktkonzept optisch und gestalterisch weiterentwickelt. Dazu werden beispielsweise Produktdesigner, Ingenieure und Techniker hinzugezogen. Die letzte Phase des Entwicklungsprozesses ist die Ausarbeitungsphase. In diesem Schritt wird der Produktentwurf ausgearbeitet und es werden erste Prototypen entwickelt, um die Funktionen und Eigenschaften des Produkts zu testen. Ein typisches Beispiel hierfür ist die Automobilindustrie, in der solche Prototypen als Erlkönige bezeichnet werden. Dies sind Fahrzeuge, die alle gewünschten Funktionen besitzen und getarnt auf öffentlichen Straßen getestet werden. Sobald das Produkt reif und fertig entwickelt ist, findet die Massenproduktion und die anschließende Markteinführung statt. Bleibt nur noch die Frage offen, welche strategischen Gründe und Vorteile die Produktentwicklung hat. Zunächst trägt die Entwicklung neuer Produkte zur Sicherung des langfristigen Unternehmenswachstums bei, denn zu großen Teilen basieren Umsatz- und Gewinnzuwächse auf der Entwicklung und Vermarktung dieser neuen Produkte. Ein weiterer Grund ist der Aufbau eines ausgeglichenen Produktportfolios. Damit möchte man eine möglichst breite Kundenzielgruppe erreichen und somit das Risiko, von einem einzigen Produkt abhängig zu sein, reduzieren. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass aktuelle und zukünftige Trends so kontinuierlich in die Produkte einfließen und so das Unternehmen immer am Puls der Zeit liegt. So werden auch aktuelle und zukünftige Kundenbedürfnisse besser getroffen und befriedigt. Doch es gibt noch einen strategischen Grund: Durch Produktentwicklungen sollen neue Märkte erschlossen werden, wodurch wiederum neues Umsatz- und Gewinnpotenzial entsteht. Vorteilhaft bei der Produktentwicklung ist auch, dass Unternehmen sich so von der Konkurrenz besser differenzieren und somit ihre Marktposition stärken können. Wie du siehst, ist die Produktentwicklung ein interdisziplinärer Bereich. Verschiedene Abteilungen und Zuständigkeiten innerhalb eines Unternehmens sind an der Produktentwicklung beteiligt, um so möglichst viele Gesichtspunkte und Informationen zu berücksichtigen und in den Entwicklungsprozess mit einzubringen. Die Entwicklung eines Produkts ist also ein komplexer Prozess, in dem nicht nur die tatsächliche Entwurfsentwicklung und Produktausarbeitung, sondern vor allem auch die Phasen der Planung und Konzeption eine wesentliche Rolle spielen. Und jetzt möchtest du mehr über das Innovationsmanagement oder die ABC-Analyse lernen? Klicke oder tippe einfach auf dieses Video oder auf unsere Playlist. Also viel Spaß beim Lernen, Abo dalassen und bis bald. Ciao!